Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Dark Project Gold. Ich bin hier unten vor dem Keller sozusagen und wollte mich in den Keller hineinbegeben. Das tue ich jetzt auch langsam, aber sicher mal. Hier ist ein... hier kann ich hier unten das Licht anmachen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das überhaupt will, aber... Das sind Geister. Mit den Geistern ist es gar nicht so schwierig, sich aufzunehmen, denn die kann man mit Konstantins Schwert eigentlich relativ leicht ausschalten. Momentan würde ich mich aber ungern mit irgendwem direkt anlegen. Im Gegenteil, ich würde versuchen, das Ganze hier relativ leise vonstatten gehen zu lassen. Im Prinzip muss ich nur eine bestimmte Maschine finden und die in Gang bringen, denn... Die steuert quasi den Strom auf dem gesamten Klostergebiet. Und wenn ich diesen Strom anschalten sollte... Wo willst du hin, mein Freund? Dankeschön. Wenn ich den Strom anschalte, dann kann ich in diesem gesamten Klostergebiet die Aufzüge benutzen. Was jetzt leider momentan nicht funktioniert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele Geister hier rumlungern. Dass mehrere sind oder nicht. Ich hole mir mal wieder nasse Füße, wie immer. Macht aber nichts. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Das! Stirb, stirb, du dämlicher Geist. Stirb endlich. Du sollst... sterben! Dick, komm schon! Dische! Ah, mein Gott! Das hat relativ lange gedauert. Länger, als ich es eigentlich gehofft hatte. Und ich befürchte mal, dass das nicht unentdeckt geblieben ist, bleiben wird. Bla 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 bla. Hier komme ich, glaube ich, her. Nein, hier komme ich nicht her. Guck jetzt mal eben, ob der Zombie mich hier verfolgt. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht mitbekommen hat. Denn dieser Geist war definitiv extrem laut. Aber er hat es nicht mitbekommen. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich kann mich hier diesem Schloss annehmen. Was relativ lange dauert zu knacken, leider. Und ich weiß noch nicht mal, ob sich das wirklich lohnt. Wobei ich auch zugeben muss, dass das ziemlich nervig ist, wenn es schnell gehen muss. Ups. Ich finde das nicht in Ordnung, dass hier das Licht die ganze Zeit so fies flackert. Oh, da liegt wer? Wer bist du denn? Bruder Renault. Sollte ich mir merken, wo der liegt? Beziehungsweise ist relativ wichtig, sich zu merken, wo der liegt. Genauso wie mit Bruder, wie hieß der? Irgendwas mit M, glaube ich. Ist später auf jeden Fall noch wichtig. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, habe ich irgendwas um diesen... Ich habe Feuerpfeile. Aber die sollte ich mir auf jeden Fall aufsparen. Weil... Habe ich noch irgendwie Weihwasser oder sowas? Nee, ne? Natürlich nicht. Ja, Blitzbomben. Das bringt mir zwar jetzt nicht so furchtbar viel, aber... Was haben wir denn hier noch? Seilpfeile, mein Schwert, das bringt nichts. Pfeile bringen auch nichts. Wasserpfeile könnte ich ein paar mehr gebrauchen. Das wäre eigentlich ganz schön. Na gut. Ich würde den Zombie eigentlich ganz gerne ausschalten. Ich weiß aber auch, dass das gar nicht notwendig ist. Denn wenn ich den quasi umgehen kann, und die sind ja auch wahnsinnig langsam, die Viecher.
ist es eigentlich nicht notwendig, den auszuschalten. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wo er ist. Das ist das größte Problem. So. Hier scheint es dunkel zu sein, warum auch immer. Was da oben ist, glaube ich, nichts mehr, was jetzt für mich so furchtbar wichtig wäre. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist eine Falle. Oh, da kommt er. Ich verstecke mich mal hier irgendwo, wo es dunkel ist. Es ist tatsächlich, soweit ich weiß, nur einer, der hier rumpatrouilliert. Boah. Und dem aus dem Weg zu gehen, ist ja jetzt, wie gesagt, nicht so furchtbar schwierig. So, jetzt muss ich, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Denn, oh, da liegt noch was. Wasserfall, sehr schön. Ich hatte gerade noch gesagt, dass ich die eigentlich brauchen könnte. Da ist nämlich eine... Wie lehne ich mich nochmal nach vorne? Nee, so nicht. So auch nicht. Damit. Türknauf. Wofür auch immer. Keine Ahnung, brauche ich anscheinend nicht. Aber das hier interessiert mich vor allem. Auf die Falle sollte man am besten nicht drauf treten, denn dann kommen Steine von oben und das tut ziemlich weh. Mal kurz gucken, ob hier irgendeiner ist. Nee. Nee, erstmal nicht. Da ist ein Hammer. Hier sind Knochen. Und jede Menge wundervoller Dinge. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ach, wundervoll. Ich liebe dieses Geräusch. Was auch immer das hier ist. Hier kann man offensichtlich irgendwelche Dinge reinlegen. Und die dann von einem Ort zum anderen karren. Bringt uns aber jetzt nicht so furchtbar viel. 861 Gold haben wir mittlerweile zusammen. Das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß jetzt leider nicht, wo der Zombie herrennt. Ich hoffe, er rennt nicht hier längs. Da ist er. Rennt offensichtlich vorbei. Kommt er zurück? Ich glaube, der kommt gleich wieder zurück. Ich glaube nämlich nicht, dass es da einmal rund geht. Also, dass man da quasi einmal rund laufen kann. Oder doch? Ich höre ihn zumindest nicht mehr. Probier es jetzt mal. Doch, hier kann man tatsächlich einmal rund laufen. So, und hier haben wir jetzt die Maschine, die den Strom steuert. Wenn man die jetzt in Gang bringt, hat man auf dem gesamten Gelände Strom. Ist nur die Frage, wie. Irgendwo gab es hier einen Hebel. Ich warte mal kurz, bis der Zombie hier nochmal rumkommt. Hinten müsste es eigentlich dunkel sein. Aber zumindest dürfte er mich hier hinten in der Ecke eigentlich auch nicht sehen. Ja, ja, lauf du ruhig mal weiter. Dass einem so ein kleiner Zombie so viel Scherereien bereiten kann, hier ist ja schlimm. Okay, suchen wir jetzt mal den... Ups, ich stecke fest. Ich stecke fest! Warum hänge ich denn jetzt hier fest? Lass mich doch einfach raus hier. Hilfe! Hilfe, nein! Uff! Ich komme hier nicht raus. Warum komme ich hier nicht raus? Hallo? Kein Problem. Kann ich hier drauf? Ich habe nicht mal mehr Ton. Irgendwas stimmt hier nicht. Wartet ganz kurz. Ich habe echt ein Problem gerade.
Das ist irgendwie doof. Komm schon, du kannst doch hier draufklettern. Geschafft. So. Hebel. Das Ding ist an. Hier ist auch noch eine Tür. Mit einem Klo. Das ist gut zu wissen. So, und hier war dieses... Gut. Also, das war's dann erstmal. Mit dem Keller. Und wir gehen wieder nach oben. Ich weiß allerdings nicht... Nee, nicht ganz nach oben. Ich habe das Auge. Ich habe bereits festgestellt, dass die Tür vorne herum verschlossen ist. Heißt, ich muss einen anderen Ausgang finden. Und entgegen meiner Erwartungen, dieses Level ist natürlich nicht sehr schnell vorbei. Das heißt, ich finde jetzt zwar einen anderen Ausgang, aber es dauert noch eine gefühlte Ewigkeit, bis ich da auch wirklich rauskomme. Und es wird sich gleich zeigen, wieso das so lange dauern wird. Hatte ich hier das Buch schon? Novice Passing the Animatory, bla bla bla. Werde ich euch auf jeden Fall wie immer einblenden und so. Ein Novize, der gestern Abend am Friedhof vorbeiging, berichtet von einer leuchtenden Gestalt. Als er auf dem Friedhof nachsah, war die Erscheinung jedoch fort. Die seine Erzählung lauschten, lachten ihn aus und verspotteten seine Liebe zum Met, aber ich tue den Bericht nicht ohne weiteres ab. Ich muss an die Beerdigung unseres geliebten Bruder Morus vorige Woche denken und an das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich werde Bruder Martello nichts von dieser Sache erzählen. Er war Bruder Morus besonders eng verbunden und ist noch in seiner Trauer gefangen. Und dann begebe ich mich mal hierhin. Dieser Herr da vorne. Warum zum Henker stehe ich hier so im Licht? Ich würde gerne dunkel. Hallo, bitte. Ach, danke. Dieser junge Mann da vorne, der so durchscheinend da vorne steht. Das ist Bruder Morus. Und Bruder Morus hat einige Aufgaben für uns. Allerdings möchte ich eigentlich ungern im Jetzt schon über den Weg laufen. Denn... am liebsten würde ich hier die ganzen Zombies ausschalten. Das geht aber leider nicht, weil ich keine Sachen mehr dafür zur Verfügung habe. Ich bräuchte Weihwasser. In erster Linie. Ich quatsch einfach erstmal mit dem hier. Hallo? Willst du nicht mit mir quatschen? Welcome to the majestic and splendid Hammer Cathedral. How pleasing to welcome new initiates into our fold. I am Brother Murus and I will be thy spiritual guide. I see that thou art tired from your journey, so I'll leave thee be. But if thou needst my help, I can be found down in the cloister. Gut. Hörte sich jetzt so an, als wäre er der festen Überzeugung, ich sei ein neuer Novize. Und er ist jetzt mein geistiger Führer sozusagen und will mich hier durch dieses Kloster leiten, beziehungsweise mir einen Ausgang zeigen. Ja gut, ich finde ihn dann auf jeden Fall gleich unten im Kloster. Ups. Dunkel, 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 dunkel. Dunkel, danke. Und ich werde mich dann gleich auch auf den Weg dorthin begeben, aber... Ich weiß nicht, ist das nur ein Zombie, der hier rumläuft, oder sind es auch wieder mehrere? Egal. Ich will mich auf jeden Fall mal hier hinten in die Ecke begeben. Beziehungsweise hier runter. Denn ich meine zu wissen, dass da unten noch Wasserpfeile sind. Genau. Naja, zumindest einer. Okay. Ist da drauf noch was? Nee. Gut, jetzt würde ich es begrüßen, wenn es hier dunkel wäre. Danke. Immer wenn ich irgendwelche Waffen in der Hand habe, wird es irgendwie heller um mich herum. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich müsste jetzt 10 Minuten ungefähr aufnehmen. Ich wüsste gerne, wo der Zombie bleibt. Warte, halt, stopp, bevor ich das jetzt tue. Einmal speichern.
Da hinten ist er. So, der kommt auf jeden Fall jetzt wieder in unsere Richtung und sobald er an uns vorbeigelaufen ist, gehen wir an ihm vorbei und machen uns auf den Weg rüber zum Kloster, um Bruder Morus wieder zu treffen. Und der gibt uns dann die ein oder andere Aufgabe, die wir für ihn noch lösen müssen, bevor er uns dann hier tatsächlich den Ausgang zeigt. Oh, du bist aber relativ nah, mein Freund. Okay. Los geht's. Ist hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Wo sind wir denn hier? Was ist das? Santiora. Okay, nee, da will ich ja gar nicht hin. Sondern... These stairs have seen better days. Ja. Diese Stufen haben schon bessere Tage gesehen. Guten Abend. Aha, our newest acolyte. Thou seems to have gotten thyself into some trouble, hm? And from the looks of thee, I'd say thou art used to trouble. Well, I can help thee escape this desolate place, if thou wilt help me with something. Since thou clearly camest here to collect things, thou canst start by collecting some things for me. All brothers have rosary beads, so thou'lt need some too. Thou canst borrow mine. I think I left them in my room. I'd remember that it was so nice to look out over the fountain in the garden. So be a good lad and bring me my rosary. Ja. Gut. Er hat seinen Rosenkranz verlegt und wir müssen ihn wiederfinden. Der einzige Hinweis, den er uns jetzt gegeben hat, ist, dass es in seinem Raum versteckt ist und dass er es immer ganz gerne gemocht hat, aus seinem Raum heraus auf den Brunnen im Garten zu sehen, sozusagen. Also er gibt uns nie direkte Hinweise, wo die Sachen versteckt sind, sondern er sagt das immer mit so, ja, so Anspielungen, sag ich mal. Senioras, war ich ja gerade schon mal irgendwie bei. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich muss tatsächlich sogar hier rein. Muss ich wieder ein bisschen sneaky angehen, die Sache. Denn hier drin laufen auch wieder diverse Kreaturen rum. Machst du bitte die Tür zu, danke. Wie der Freund da vorne zum Beispiel. Zum Glück gehen die nicht auf diese Türe hier zu, sondern laufen einfach immer hier ihre Patrouillen entlang. Ich meine aber, ich muss ihm, glaube ich, sogar folgen. Ich weiß leider nicht mehr hundertprozentig, wo der Rosenkranz versteckt ist. Aber ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo finden kann. Da ist ein Buch. Was haben wir denn hier? Das ist die Küche. Ein Hämmerchen. Irgendwas zum Mitnehmen? Wasserpfeile oder sowas? Eventuell? Nein? Da ist doch was. Ein goldenes Tellerchen in diesen heruntergelassenen Klosterruinen. Wundervoll. Heruntergelassenen, heruntergekommenen meine ich. Warte ich mal, bis der Zombie da wieder weggegangen ist. Ich habe aber keine Ahnung, woher dieses Licht kommt, wenn ich ehrlich bin. Ist da oben vielleicht noch irgendwas? Kann ich hier drauf? Nope, wie es aussieht, nicht. Schnapp mir mal eben ein Seilpfeil. Ich sehe nämlich, dass da oben irgendwas ist. Da oben ist definitiv etwas. Da möchte ich gerne hin. Feuerpfeile. Wunderbar. Kann man sehr, sehr, sehr gut brauchen hier. Sonst noch etwas? Nee, erstmal nicht. Jetzt hänge ich hier oben wie so ein nasser Sack. Den. So. Das weiße Schlau wollte gerade warten, bis der Zombie weg ist. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, diese Dinger darunter zu holen. Ich höre Kettengerassel. Dieses Kettengerassel verheißt nie was Gutes. Und es kommt näher. Es
kommt bedrohlich nah. Um Gottes Willen, Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott, ich werde sterben! Nein! Hilfe, lass mich! Nein! Nein, 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 Wicket! Hilfe, 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 Hilfe! Nein, es hat mich gesehen! Warum hat es mich denn gesehen? Ey! Lass mich! Lass mich! Ich komme nicht durch! Ich komme nirgendwo weg! Oh mein Gott, Hilfe! Ah, ich bin so ein Experte! Aua! Das tut doch weh! Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus! Lass mich hier weg! Lass mich hier weg! Oh mein Gott! Nein, mach doch die Scheißtür auf! Aua! Nein, Hilfe, Hilfe! Öffne doch die bekackte Tür! Aua, aua, ich sterbe, aua! Gibt's hier nirgendwo eine Ecke, wo ich mich verstecken kann? Dash versuchen wir da nochmal neu, ne? Hier ist eine schöne dunkle Ecke. Ich hoffe, dass er, sie, es, das Ding mich hier nicht findet. Also die sind wirklich mehr als gefährlich. Und ich würde sagen, ich beende die Folge auch mal an der Stelle. War jetzt ein lustiger Fail, aber ich habe mich schon mal, das war Absicht, ich habe mich dadurch schon mal ein bisschen in meiner Umgebung umgeschaut, ne? Und deshalb weiß ich jetzt Bescheid, wo hier was ist und versuche es dann beim nächsten Mal nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und dann hoffe ich auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!